Punkte auf einer Geraden drehen. Gegeben sind folgende Geschichten. Wir haben den Punkte Pn, ganz abhängig, und zwar liegen diese Punkte auf der Geraden y gleich 0,5 x plus 2,5. Wir haben den Drehwinkel und das Drehzentrum gesucht, sind die Koordinaten von Pn'. Wir können hier nicht direkt die Gerade drehen, das geht nicht, aber über die Koordinaten von Punkten, die auf der Geraden drehen, können wir das Ganze auf die Koordinaten von gedrehten Punkten bringen und darüber können wir dann die Gerade aufstellen. Etwas kompliziert, schaut es euch vielleicht einfach mal an. Als allererstes stellen wir natürlich unsere Drehmatrix auf. Ja? Das ist ja bekannt, dass wir das bei einer Drehung machen müssen. Das heißt, wir setzen hier den Winkel Alpha ein. Die Frage ist jetzt nur, was setzen wir für x und y ein? Ja? Also, das ist hier noch klar. X, y, das sind ja die Koordinaten des Punktes, der gedreht wird. Und die Punkte, die gedreht werden, heißen eigentlich auch x, y. Ja? Nur wissen wir ja, dass die auf der Geraden liegen. Also können wir für die Koordinaten von Pn x und für den y-Wert die Geradengleichung angeben. Das setzen wir hier ein. Dann können wir hier die Drehmatrix bestimmen. Das hinten wird abgeschrieben. Also hier einfach quasi bloß in Taschenrechner das Ganze eingetippt. Und dann ausmultipliziert. Heißt, die obere Zeile gibt eine Gleichungslinie und die untere Zeile gibt eine Gleichungslinie. Das heißt, wir bekommen bei Vektoren, wenn wir es mit Abhängigkeit von x ausstellen, ein Gleichungssystem. Ist etwas schwierig zu verstehen, wieso hier ein Gleichungssystem ist, aber theoretisch ist doch der obere x-Wert gleich der oberen Zeile und der untere y-Wert gleich der unteren Zeile. Also heißt das x' ist gleich 0,6 mal x minus 0,8 mal das hier unten. Ja, denkt daran, dass man das in Klammern setzt. Das ist, wie man die Drehmatrix oder diese Drehmatrix aufstellt. So, dann kann ich hier natürlich die Klammer auflösen. Hier erhalte ich 0,4x und das gibt hinten minus 2. Ich kann noch zusammenfassen und für meinen x' erhalte ich somit 0,2x minus 2. Das ist die gesuchte x'-Koordinate. Das gleiche machen wir mit der unteren Zeile. Y' ist 0,8x plus 0,6 mal 0,5x plus 2,5, das Ganze ausmultipliziert und hier zusammengefasst habe ich meinen y-Wert. Daraus bekomme ich jetzt meine Koordinaten pn'. 0,2x minus 2, 1,1x plus 1,5. Also, jetzt haben wir quasi die Bildpunkte, wenn man es mit diesem Winkel Alpha dreht. Und jetzt können wir aus diesem Punktkoordinaten natürlich auch noch die Gleichung aufstellen. Drückt bitte jetzt aber zuerst einmal auf Pause und schreibt es entweder ab oder schreibt die Angabe ab und versucht selber nachzurechnen. Jetzt auf Pause drücken. Gut, das waren also unsere Koordinaten pn'. Das Ganze können wir aufdröseln. Also x' ist das und y' ist das. Das ist das gleiche wie auf der Seite davor stand. Jetzt das Ganze nur nochmal hingeschrieben. Ja, und was machen wir, wenn wir jetzt die Geradengleichung hinkriegen wollen? Wir müssen ja, um die Geradengleichung y' zu bekommen, irgendeine Gleichung dran stellen, mit y' ist gleich und auf der rechten Seite muss dann was mit x' sehen. Das heißt, in dieser Gleichung und in dieser Gleichung ist das x zu viel. Das heißt, wir müssen das eliminieren. Das können wir jetzt entweder in der Gleichung oder in der Gleichung machen. Am sinnigsten ist es in der. Sage ich euch später warum. Das heißt, wir lösen das Ganze hier nach x auf und setzen für das x, was wir dann aufgelöst haben, das Ergebnis hier rein. Hier heißt es, erstmal das plus 2 auf die andere Seite bringen, dann auf beiden Seiten geteilt durch 0,2 rechnen, gibt 5x' plus 10. Und dieses x setze ich jetzt hier rein. Ihr seht, dadurch fällt das x hier raus. Ja? Und außerdem habe ich es noch in der Form y' ist gleich, was ja eigentlich die Form ist, wo wir in der Geradengleichung haben wollen. Genau, also eingesetzt heißt es 1,15x' plus 10. Das Ganze wird ausmultipliziert. 5,5x' hier und 1,1 mal 10 gibt 11. Zusammengefasst gibt es 5,5x' plus 12,5. Das ist jetzt die Geradengleichung unserer Bildgeraden. Und natürlich schreiben wir eine Geradengleichung nicht mit y' und x', sondern so g' von y. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen irritierend, warum man hier die ganzen Strichs und Nicht-Strichs verwendet. Das x und das, ja, diese x, das kam von unserem ursprünglichen Punkt Pn. Und die x' sind die, wo dann gedreht wurde. Nur am Schluss gibt man die Geradengleichung halt immer wieder mit, ohne diese Strichs an. Wenn ihr da Fragen habt, bitte nochmal stellen. So, das Ganze jetzt bitte noch ins Themenheft übernehmen oder selbstständig nachrechnen.